Juhu, Sims 4 Freunde, hallo und herzlich willkommen zurück zu Let's Play Die Sims 4. Yuki ist jetzt Fachärztin und sieht auch tatsächlich fachärztlich aus. Das ist jetzt ihre Arbeitskleidung. Sehr schick. Und sie ist auch sehr glücklich und zufrieden darüber und jetzt spontan konzentriert dank dem Tee. Hat Hunger, müsste dringend mal unter die Dusche und wow. Wie wär's mit Aufräumen? Da drüben ist noch ein bisschen mehr Ekelzeug. Und was zu essen wäre toll und ein bisschen Spaß wäre schön. Und was wird hier drin gemacht? Thorsten malt immer noch an dem Bild von heute Morgen. Mio macht seine Hausaufgaben. Theo macht seine Hausaufgaben. Samstag. Sonntag. Also wir haben jetzt Freitag, morgen Samstag und Sonntag. Und na gut, ihr könnt es ja schon mal machen. Sarah ist noch am Arbeiten und Mikesh kümmert sich darum, den Garten noch weiterhin zu bestellen. Das ist doch gut. Petersilie, gut. Na, Petersilie einfach nur, ist gut. Petersilie ist gut, mehr ist sie nicht, aber ist gut. Muss man hier nebenbei wieder ein bisschen verkaufen. Ich finde das furchtbar, wenn das ganze Inventar mit dem Krempel voll ist. Ah. Gibt ja auch gut Geld. Also, ich weiß nicht, wie teuer der Campingurlaub wird. Wir müssen uns das mal angucken. Unsere Sims müssen, oh, das gibt gut Geld. Wir müssen auf jeden Fall mal heute über das Thema Campingurlaub reden. Ich würde sagen, alle zusammen setzen sich an einen Tisch und besprechen mal die Zukunftsoptionen. Das wäre mir persönlich am liebsten. Denn es kommt ja einiges auf sie zu, wenn Umzug ansteht und Familiengründung und eventuell auch eine Hochzeit mal. Ja, Mikesh und Thorsten heiraten. Tja, vielleicht, ja. Eines Tages, so. Wer weiß, erstmal fehlt ja der Antrag. Hast du dir gerade ein Selfie zusammen gemacht? Papa Thorsten, könntest du dich bitte anziehen, wenn du mit deinen Kindern redest? Und dann könntest du bei den Hausaufgaben helfen. Das wäre voll nett. Achso, ihr warte, so. Jetzt habe ich meine Abendkleidung angezogen. Das war nicht so gut. Wieso habe ich Abendkleidung? Ich wollte Alltagskleidung anklicken. Warte, dann kannst du danach weiter bei den Hausaufgaben helfen. Zieh dich um. Zieh dich um. Hopp. So ist gut. Der sieht so süß aus. Okay, jetzt bei den Hausaufgaben helfen. Yuki hat auch wieder da abgewaschen. Das ist einfach unglaublich. Kuchen, ich weiß ja nicht, wie wär's, wenn du aromatisieren? Das ist doch toll. Und was Schönes kochst. Ja, ich kann mich nicht mehr genau erinnern, ob ich das in der Schule mal je dran hatte. Aber ich glaube, du musst X plus. Ach nee, das ist ja Mios. Ich meinte, bei Sium muss ich ja an die Grundschule denken. Also 1 plus 1. Boah, Papa, wir sind doch schon viel weiter als sowas. Ja, soll ich helfen? Ich kann auch helfen. Ich glitsch mal durch euch durch. Okay, Mikesh, was machst du da? Du willst ein Stück Kuchen essen. Könnt ihr das mal lassen? Könnt ihr das einfach mal lassen? Wie ist es hier? Kann man noch Tee holen? Ja, Getränk holen. Und Yuki geht jetzt kochen. Zu Abendessen servieren. Asia-Hühnchenpfanne haben wir, glaube ich, schon ein paar Mal gemacht. Das bedeutet, sie müsste sie kochen können. Am Servieren. Asia-Hühnchenpfanne, bitte. Danke. Ich hole dir einfach lieber erstmal einen Tee. Dann ist alles gut. Achso, die Süßigkeitenpackung sollte vielleicht jetzt auch mal woanders stehen. Oder wir packen die so lange erstmal weg. Ne? Packen die erstmal so lange ins Hausinventar und dann ist gut. So, ich habe mir Tee geholt. Ich gehe jetzt wieder. Wenn keiner meine Hilfe haben, wie bei den Hausaufgaben, nämlich mich beleidigt. Tatsächlich. Ich gehe komplett. Was ist jetzt los? Muss sich jetzt Mama auch noch drum kümmern hier, dass Mio seine Hausaufgaben auf die Reihe kriegt oder was? Die draußen einfach mit dem Sohnemann quatschen. Ich habe mich jetzt zu meinem Lieblingssohn gesetzt, der mit möchte, dass ich ihm bei dem Hausaufgaben helfe. Also ich habe meine Hausaufgaben eigentlich gerade schon fertig gemacht. Ich dachte mal, jetzt fürs Wochenende, falls wir wirklich campen wollen, ne? Ja, da bin ich vorbereitet. Ich habe mich auch informiert. Hast du dich auch informiert über die ganzen wilden Tiere, die es beim Camping gibt? Ja, die sind gefährlich, monströs, Killerroboter und sowas. Okay, hier wird gekocht. Sehr gut. Hier wird gequatscht. Kannst du die einfach mal in deinem Inventar behalten? Sehr schön, okay. Oh, unser kleiner Theo weiß nicht, was er machen soll. Kannst du das putzen? Nein, oh Gott, das ist alles versifft. Wir müssen uns mal wieder um alles hier kümmern. Wie wäre es dann mit Chatten mit? Kennen wir irgendwelche Leute? Oh Gott, können wir neue Leute kennenlernen?
Chatten nur so im Internet ist so ein bisschen lustige Videos. Guck dir einfach lustige Videos an. In deinem Alter guckt man sich lustige Videos auf YouTube an. Das ist völlig normal. Professionell. Willst du dir nicht deine Klamotten? So ein bisschen. Alltagskleidung. Was ist eigentlich die Alltagskleidung? Ach so, das ist ja die Arztkleidung. Vielleicht braucht Yuki auch mal neue Klamotten. Jetzt gerade so für den Campingausflug sollten wir sie vielleicht alle mit Campingklamotten ausstatten. Also wenn sie sich dann dazu entscheiden, das zu machen. Sie haben es ja bis jetzt immer nur ein paar Mal angesprochen. Ich habe es angesprochen, als dass die Sims darüber geredet haben. Es stand immer mal wieder so im Raum. Wir könnten mal wieder campen gehen. Zum Essen rufen. Mach das mal. Machst du das jetzt oder machst du das jetzt nicht? So, dann kannst du... Nein, nein, das Essen. Klappt das? Ja. Ja. Jupp, alles zum Essen gerufen. Wow, das sieht so ein bisschen versifft, aber auch sehr lecker aus. Oh, ausgezeichnete Qualität. Geil. Boah, dann kannst du dir ja auch gleich ein Gericht nehmen. Das schmeckt wirklich richtig gut. Großes Kompliment an die Köchin. Ja, ich habe mir sehr viel Mühe gegeben heute. Sowohl bei der Arbeit. Ich bin befördert worden. Wusstet ihr das? Ich bin jetzt Fachärztin. Wow. Und ich alle so wundern. Oh, das schmeckt ja wirklich ausnahmsweise echt mal gut. So, können wir ein bisschen miteinander quatschen. Wir können mit denen mal so ein bisschen reden. Also ich habe mir gedacht, ne? Wir könnten mal wieder campen gehen, Leute. Also ich meine, Kinder waren noch nie campen, wir waren schon campen, wir haben wirklich eine Menge erlebt. Ach ja, die erste Liebe beim Campen. Das ist ein Traum gewesen. Ja, das wäre eine gute Idee. Ich bin auch dafür, mal so ein bisschen Urlaub und Freizeit und sowas zu erleben. Also ich muss gucken, ob ich freikriege. Ich weiß nicht, ob ich freikriege. Ach, du wirst schon freikriegen, du hast Urlaubstage verdient. Naja, ich bin gerade eben erst befördert worden. Und da ist das Problem, dass ich jetzt sehr viel Arbeit in der neuen Abteilung habe. Und ich weiß halt nicht, ob ich freikriege. Das würde bedeuten, ich würde halt dann hier zu Hause bleiben, während ihr halt euren Spaß habt im Camping. Aber wäre ja auch nicht das Problem. Ich kümmere mich dann um den Garten und räume mir ein bisschen auf und... Ne? Das wäre aber ohne dich nicht dasselbe. Ja, aber ich meine, irgendjemand muss sich ja ums Haus kümmern. Ja, was ist denn Theater? Wir könnten jemanden einstellen. Nee, ist ein bisschen teuer, aber wir könnten jemanden einstellen, der sich kümmert ums Haus. Ja, aber stellt euch vor, es greifen Roboter an und dann bin ich nicht da, um mit meinen Special Ninja Moves, die ich euch noch nie gezeigt habe, aber die ich kann, die Roboter zu besiegen. Und ich möchte jetzt eigentlich meinen Job halt auch nicht gefährden, also müssen wir mal gucken. Ja, stimmt, ja, Yuki, jetzt frisch befördert, ist halt auch so eine Sache. Kann man sich dann gleich Urlaub nehmen in der neuen Abteilung? Ja, nein, ich befürchte mal eher nein. Das wäre ja auch nicht so schlimm, dann würden wir halt so ein bisschen switchen zwischen den Familien. Ein Teil der Familie ist im Campingurlaub und der andere Teil kümmert sich, also für mich, Yuki bleibt dann hier und wir haben mit... Ich bin so happy, dass es gut schmeckt. Und Yuki hat dann halt hier so ein bisschen mehr zu Hause zu tun, ne? Dann ist das jetzt beschlossene Sache. Also ich gehe den Campingurlaub buchen. Wir gucken mal, wer alles mitkommt. Ne? Und dann... Boah, ich kann es kaum abwarten, meine Kommode auf Camping abzustimmen. Das wird sicherlich super klasse. Ja, ich werde mal schauen. Also ich werde erstmal telefonieren und nachfragen, ob das so mit dem Urlaub und allem klar geht. Ansonsten... Es wird doch Müll, wenn du nicht mitkommst. Finde ich doof. Soll ich denn noch machen? Wer ist denn so intellektuell wie ich auf dem gleichen Niveau? Dein Bruder natürlich. Mit deinem Bruder kannst du die ganze Zeit über tolle Sachen quatschen. Und deine Mama und dein Papa, die können auch Sandwiches zubereiten. Wenn ich ja schon nicht da bin, um zu kochen. Hm? Ich wollte sowieso mal probieren, wie das mit dem Würstchen geht. Hm? Na gut, also ihr werdet auf jeden Fall nicht verhungern. Und ich guck mal, vielleicht kann ich ja mitkommen. Dann kann ich auch kochen. Hm? Also ist das jetzt beschlossene Sache, Camping, oder? Ja, kannst ja mal ins Internet gehen und was buchen. Irgendwann stinkt hier. Stinkt hier? Keine Ahnung. Du kannst ja mal säubern. Yuki hat angefangen zu stinken. Ja, das kommt davon. Dampf von der Dusche nehmen. Nach dem langen Arbeitstag ist ein Dampf von der Dusche, denke ich mal, glaube ich, genau das Richtige. Und wie geht's... Oh, Mikesh muss nochmal dringend auf den Pott. Wenn du schon da oben bist, kannst du doch da auf die Toilette gehen. Müde ist er auch. Ja, ist ja auch schon spät. Oh, die Anlage ist kaputt. Ersetzen. Wir sollten... Oh, das Bild verkaufen. An Sammler verkaufen. Mama und Papa unterhalten dich gerade so schön. Und dann wird Yuki wohl mal telefonieren müssen. Ach, ihr Spaßlevel ist schon wieder ganz weit unten.
Heiße Pixel. Das ist auch sehr interessant, dass sie ihre Haare nicht aufbinden. Wobei, wenn man sehr lange Haare hat, ist das Duschen auch echt unangenehm. Also ich wasche mir immer auch zuerst die Haare und dann kue ich die Haare und dann stecke ich sie auch hoch. Ja, weil das ja sonst die ganze Haarkuh hat ja überall am Rücken oder sowas. Das ist ja voll eklig. Und dann, wenn die Kur eingewirkt ist, dann wasche ich die aus und stecke sie wieder hoch und dann schaut man den Rest ein. Weil sonst ist echt unpraktisch. Hast du dich jetzt hingelegt? Ins Ehebett. Das ist ja nicht passend. Das kannst du mal lassen. Kannst ja mal so lange... Wir machen Nickerchen auf der Couch. Genau, du gehst in das Bett, in das du sowieso gehen solltest. Sehr konzentriert. Wie kann man denn sehr konzentriert... Okay. Schlafen. Ausschalten. Thorsten ist wie immer mal nicht müde. Und Yuki sollte ihren Urlaubsantrag schreiben. Oh. Oh, mir geht's nicht gut, weil kein Spaß. Kannst du weiterschreiben, Buch verwerfen, Buch verwerfen? Du kannst... Ach ja, genau, sie hat ja mal angefangen zu schreiben, wer hat Angst vor Kevin Pascal, haben wir nie gemacht. Ich bin ja mal die Interaktion quasi nutzen. Das ist ja eine Krankenhausinteraktion, damit sie ihren Dienstplan mal durchgeht. Um sich das Ganze mal näher anzugucken. Oh, cool, Papa. Hey, die dampfende Dusche war vielleicht doch ein bisschen zu heiß. Genau, du gehst mal deinen Dienstplan durch und stellst einen Antrag auf Urlaub. Und Sarah hat sich auch ins Bett gelegt. Okay. Thorsten ist natürlich wieder fit, wie so ein Turnschuh. Oh. Du bist auch nur am Trinken und am Essen, kann das sein? Kann das sein, dass du nur am Trinken und am Essen bist? Ist das so? Ich find's krass, wie er sich entwickelt hat. Ich find's einfach so krass, wie er sich entwickelt hat. Okay, gut. Wenn du schon so wach bist, kannst du auch gerne bitte noch ein bisschen weitermalen. Pop-Art-Gemälde und klassisches Gemälde und abstraktes Gemälde, impressionistisches Gemälde. Wir brauchen Geld. Ja, dann könnt ihr auch zusammen Musik hören, wenn du ihn schon wach gemacht hast. Die Musik ist cool. Ja, die Musik finde ich auch ziemlich cool. Dass du noch so wach bist, obwohl du den ganzen Tag im Krankenhaus gearbeitet hast, finde ich bemerkenswert. Ja, ich fühle mich irgendwie gar nicht müde, ich weiß auch nicht. Der Tee hat echt geholfen, schwarzer Tee ist super. Die Musik ist sehr großartig. Was läuft denn da genau? Was ist das denn? Blues. Das ist Blues, ne? Ich glaube, das ist Blues. Intensives Zuhören, geht das? Da macht sie das schon gerade. Da ist intensives Zuhören. Hast du das auch? Zuhören? Ist denn jetzt Blues? Wieso kannst du denn nicht, wieso kann man ihm nicht sagen, zuhören, was gerade läuft? Jetzt wäre das mit dem Schlafen vielleicht mal so eine Option. Wenn Yuki so munter ist, dann kannst du ja in Yukis Bett so lange gehen und da schlafen. Extrem konzentriert, ultra konzentriert, ist fast ja nicht. Wie das denn mit euch hingekriegt? Oh, das wird ja ein interessantes Gemälde. Okay, wie geht's dem Garten? Oh, hier kann was aufgewertet werden noch. Weiterentwickeln. Weiterentwickeln. Hier kann auch schon wieder geerntet werden. Glitzert da noch was? Das kann auch weiterentwickelt werden. Glitzert da noch was? Da glitzert was? Das kann weiterentwickelt werden. Und dann alles ernten und Garten pflegen. Ja, das sollte laufen. 2.16 Uhr und die Sims sind alle fix. Und fertig und nur Thorsten. Ach ja, ja, richtig. Yuki und Thorsten haben ja beide das Merkmal, dass sie so ewig wach bleiben können, dass sie so total fit sind. Das habe ich ihnen ja beiden verpasst. Kann man das denn nochmal nachlesen? Das war doch irgendwo hier. Genau, Stahlblasen niemals erschöpft. Deswegen müssen die auch. Ich finde es dann fast ein bisschen lächerlich, dass sie dann fast so gut wie nie aufs Klo müssen und wirklich mit dem nie erschöpft. So ein bisschen übertrieben eigentlich, ne? Wenn das mal gebalanced werden würde, wäre es echt toll. Wir haben ja schon irgendwelche Sachen eigentlich abgeschließt. Freundin der Welt. Sind wir dran gerade.
noch nie irgendwas abschließen können. Wir haben noch nie was abgeschlossen. Habe ich gerade gesagt, haben wir noch nie was abgeschließen. Heute ist irgendwie auch mein Sprachzentrum so für ein Eimer. Wachsam. Merkmale anderer Sims. Sportkanone, großartige Erzählerin. Bessere Blitzputzer. Das sind alles Dinge, die mich nicht sonderlich interessieren. Ist das mit Thorsten? Was hast du wieder für? Was kannst du? Irgendwas Spannendes? Kostenlose Dienste, marktauglich, genügsam, Herd- und Grillprofi. Ja, das solltest du vielleicht für zu Hause durchaus... Ja, was? Oder Nachteule? Erlangen Fähigkeiten besonders gut bei Nacht. Das ist doch was. Du bist doch eine Nachteule. Ich bin dafür. Alter, wie das aussieht, ist ja krass. Wieso hast du den Kram nicht weiter? Du sollst doch noch... Achso, ja, das ging ja nicht, weil die Staffelei ja dann besetzt ist. Das ist ein Sim mit 12 oder mehr Merkmalen. Ah, okay. Cool. Habe ich also noch nie gemacht, ja? Dann mal ein realistisches Gemälde. Das bringt meistens ein bisschen mehr. So, Yugi kümmert sich um den Garten. Tja, wie ist denn das jetzt hier mit Dienstplan und allem drum und dran, Yuki? Das müssen wir mal hinkriegen. Also ich würde die Sims da mal alle an einen Tisch setzen und sagen, hier, wir schauen mal, wie das dann läuft. Also, ich würde wirklich sagen, Yuki bleibt hier und kümmert sich um ihren Job und wir splitten das Ganze so ein bisschen. Das sollte ja eigentlich machbar sein. Und dann, also man kann nicht, ich weiß nicht, ob das nicht, wenn dann ein Haushalt gerade im Campingurlaub ist und ein anderer Haushalt nicht, ob man dann irgendwie so hin und her wechseln kann. Das müsste sich ja in irgendeiner Weise, das müsste ja irgendwie machbar sein. Zumindest so ein bisschen zeitweise, dass wir halt mal einen Tag mit Yuki zu Hause verbringen. Das kann man ja, das kriege ich auch irgendwie anders gedeichselt. Irgendwie kriege ich das System schon dazu, es auszutricksen. Das machen wir dann schon. Oder alle in Urlaub. Ich weiß es nicht. Ich finde es halt recht unrealistisch, dass eine Ärztin sich so spontan so viel Urlaub nehmen kann. Auf der anderen Seite wäre es halt einfach auch schön, wenn Yuki dann sich endlich mal da vielleicht so ein bisschen Gedanken drüber macht. Wobei sie das natürlich alleine zu Hause auch sehr gut könnte. Das muss ich mir noch genauer angucken. Das muss ich noch ausprobieren und schauen, wie das läuft. Oh, sure. Hast du plötzlich einen Gedankenblitz? Ja, mir ist was eingefallen. Ich male es da grün und da dunkelgrün. Und dann gibt das Ganze einen total tollen Tiefeneffekt. Und das wird dann ein Baum. Brauchst du aber auch noch Braun für. Na, das mische ich mir. Wenigstens fühlt er sich wieder gut und wie ein Siegertyp. Was möchte er da machen? Mieke knuddeln. Na, das kann ich verstehen. Okay, gut. Dann würde ich sagen, sehen wir uns an einem Samstag, wenn alle wieder wach sind und fit sind, wieder bei den Sims. Zurück. Warum steht da ein Pony? Da steht ein Pony. Da steht einfach so ein Pony rum. Das kannst du mal ins Inventar kriegen. So. Und ich wünsche euch jetzt noch einen wunderschönen Tag. Wir sehen uns das nächste Mal wieder bei Let's Play The Sims 4. Danke fürs Zuschauen, Kommentieren und Bewerten. Und es wird spannend, wie das jetzt mit unseren Sims weitergeht. Ich habe so ein Gefühl, es ist so richtig Aufbruchstimmung hier. Tschu, tschu.